Jo Leute, was geht? Heute bauen wir eine Poolheizung auf. Ich bin nicht alleine, denn ich bin mit dabei. Tobias. Und wir bauen uns aus dieser Feuertonne eine Poolheizung, eine Sandfilteranlage, Kupferrohre, ein pH-Tester und die Flamme zum Löten für die Kupferanschlüsse. Als erstes haben wir die Pumpe komplett ausgepackt und mussten leider feststellen, dass wir gar keine Ahnung hatten, wie das Teil aufgebaut wird. Da wir ja waschechte Handwerker sind, haben wir natürlich erstmal in die Bedienungsanleitung geschaut. Und danach wussten wir, wie man die Pumpe zusammenbaut. Sorry für das ruckelnde Bild, ich habe aus Versehen die Aufnahme in Zeitraffer aufgenommen und musste das im Video wieder ein bisschen verlangsamen. Der Tobi buddelt schon mal einen kleinen Weg zum Pool, damit wir die Schläuche nicht auf der Wiese rumliegen haben. Bei meinem Glück falle ich natürlich wieder drüber, so tollpatschig wie ich bin. Aber nichtsdestotrotz ist es auch besser mit dem Rasenmäher. Dann können wir so vernünftig mähen, ohne dass die Schläuche im Weg liegen. Hallo! Meinst du, es ist zu kurz? Ja. Scheiße. Und du hast gezählt? Ja, ich hab dir auch gesagt 15 Meter. Ehrlich? Ja. Ups. Reicht nicht. Nee, du, das reicht nicht. Da ich verpeilt habe, wie lang der Schlauch sein soll, haben wir die Pumpe natürlich ein Stück nach vorne gezogen. Ich baue mir einen Adapter, dann können wir die Pumpe wieder in die Ecke stellen. Das ist aber eine Stolperkante. Bevor ich mit dem Weichlöten von dem Kupferrohr anfangen konnte, musste ich erstmal ein bisschen vorbereiten. Zuerst wird das Kupfer leicht angeraut, damit die äußerste Schicht von dem Material abgetragen wird und somit das Silberlot besser hält. Zusätzlich verwende ich noch etwas Flussmittel, damit das Silberlot auch in alle Ecken und Ritzen gelangt. Die Faustregel beim Heißmachen ist, so wie ich es gelernt habe, dass das Kupfer kirschrot sein muss, bevor man mit dem Silberlot dran gibt. Das ist so die optimalste Temperatur. Used to have fun, now I'm bored. Do I miss you? Yes, of course. Think about
Entschuldigung, was machen Sie da? Ja, Freunde, es hat leider angefangen zu regnen. Wir müssen die Tage weitermachen. Wir sind ein bisschen nass geworden. Aber der Pool ist schon fast halb voll. Oder ganz voll. Ah! Vielleicht kann der Tobi euch noch ein bisschen über das Moped was erzählen. Du, trinkst du da etwa Bier? Hm? Das Problem bei dem Motorrad war, der hintere Bremssattel, der ist festgegangen. Ich habe den hier, den habe ich bereits ausgebaut, gereinigt. Das Problem ist, dass ich... Huch, boah, Junge. 50 Jahre Kotters. Skills auf 10, Mann. Das Problem ist, dass sich hier drunter Korrosion sammelt. Genau in dieser Nut, dort ist ein Dichtring drin. Der verhindert, dass hier Wasser bzw. die Bremsflüssigkeit rauskommt. Ich mach mal kurz Licht, vielleicht sieht man das dann besser. Ja. Genau hier, wo es so ein bisschen weiß ist, da hat sich Korrosion gebildet. Und der hat den Dichtring dann nach innen gedrückt, damit den Kolben festgeklemmt und dann konnte der Kolben nicht zurückwandern. Okay. Jetzt habe ich ihn ausgebaut, schön im Ultraschallbad gereinigt. Können wir hier stehen. Wie teuer war das? Das war 105 Euro plus 25 für den Reiniger. Ja. Ja, das ist jetzt aktuell mein Projekt für nebenbei, mal eben so. Zwischen den anderen 10 Projekten, die du hast. Mindestens, ja. Ja, wie ihr seht, uns wird niemals langweilig. Es gibt immer was zu tun. Sei es Garten, Keller, Garage, Dach. Also vor allen Dingen kommt jetzt gerade die Sonne raus. Ja, können wir ja direkt mal reinspringen, oder? Das könnte man echt mal machen. Ja Leute, kurze Unterbrechung. Der Akku ist leer gegangen, aber wir haben ja eben davon geredet, dass wir reinspringen, beziehungsweise ich. Dem Tobias ist das noch zu kalt. Dafür haben wir ja die Feuertonne. Und gebt uns auf dem Video mindestens 10.000 Likes, dafür, dass ich das hier durchziehe. Nein, Spaß, aber wäre korrekt, wenn ihr ein bisschen da lasst. Ich habe mir auch extra die Badehose angezogen. Das Wasser hat so ziemlich genau 7 Grad. Gebt uns auf jeden Fall einen Daumen hoch. Wäre korrekt, wenn ihr auf jeden Fall was da lasst. Ja. Rote Lampe leuchtet noch. Ja. Nee, wäre auf jeden Fall korrekt. Wir sehen uns die Tage wieder, wenn wieder schön Wetter ist. Bis dahin. Hallo. Hm? Warum tust du eigentlich immer und überall weh? Hm?